Was geht? Skippen. Willkommen zu Stardew Valley. Skippen. Ich skippe jetzt einfach eine Woche später, ja? Wir dürften eigentlich, glaube ich, in diesem Part sogar die 10 Millionen erreichen. Ich hoffe es zumindest. Boah. Mal gucken. Wir kriegen auf jeden Fall die Ernte, glaube ich, erst in einer Woche. Ich werde absolut gar nichts machen im Sommer. Wir brauchen absolut gar nichts mehr machen. Mehr als 10 Millionen brauche ich eh nicht. Von dem her, warum sollte ich mehr machen, als ich dann nötig habe? Ich brauche ja gar nichts mehr machen für das Geld. Na gut, wobei, ich brauche... Doch, ich brauche sogar Geld. Oder? Brauche ich nicht. Ich muss ja nur die Artefakte finden. Und außerdem kann ich jederzeit wieder Geld holen, ne? Ich habe ja noch die Ancient Fruit. Damit, das sind auf jeden Fall meine Geldverdiener. Falls ich wirklich Geld brauchen sollte, dann kann ich mit denen auf jeden Fall noch Geld verdienen. So, einen Tag können wir noch skippen. Außerdem diese Dinger hier machen auch ein bisschen Geld. Zwar nicht viel, aber es ist Geld. Wir brauchen noch nicht mal wirklich. Ich erkläre euch jetzt mal warum. Und zwar, was wollte ich noch machen? Ich glaube, diese Artefakte noch. Minerale haben wir nämlich alle. Das sind nur 4 Sachen. Und, die wollen wir halt suchen. Und dafür brauche ich eigentlich gar kein Geld. Wobei, ich glaube, wir bräuchten halt... Ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Artefakt hier... Wir haben ja hier die merkwürdige Puppe 1. Die merkwürdige Puppe 2 im Gegen ist auch genauso selten. Das bedeutet... Und ich weiß auf jeden Fall auch den Fundort. Das ist nämlich überall und das ist halt der... Das ist halt der Grund, warum das so selten ist. Weil es ist einfach selten und man weiß halt einfach nicht, wie man das am besten bekommen kann. Und am schnellsten... Bedeutet, das könnte Ewigkeiten dauern. Es gibt einen Trick. Wir haben ja schon mal, glaube ich, schon mal so nach einem Dinosaurier-Ei versucht zu hunten. Dabei haben wir halt relativ viel Geld ausgegeben, damit wir Dinger kaufen können. So viele Magnete wie möglich oder und sowas, glaube ich. Also. Ich glaube, wir haben so viel... Ich weiß nicht mal, was wir gekauft haben. Es waren auf jeden Fall Magneten und so ein Treasure-Dingsbums da. Irgendein so ein Treasure-Item. Womit man nicht fliehen... Also womit der Fisch nicht fliehen kann, wenn man nach einem Schatz jagt oder so. Und Magnet hat dann irgendwie die prozentuale Chance von einem Schatz erhöht. So, dass es halt einfach sehr, sehr nützlich war für dich. Boah, und das will ich auch auf jeden Fall in diesem Part machen. Oder was heißt hier in diesem Part? In diesem Part machen wir das eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich nur jetzt die 10 Millionen und dann das die goldene Uhr holen, kaufen, whatever. Es wird wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob das ein kürzerer Part wird oder ein längerer. Müsst mal, wie gesagt, gucken, wie ich das machen will. Vielleicht haben wir hier ein bisschen Glück. Natürlich nicht. Aber das war auch relativ unwahrscheinlich, oder? Das war komplett unwahrscheinlich. Wenn das auf jeden Fall die merkwürdige Puppe 2 wäre, dann wäre ich sowas von raus, Alter. Das wäre schon mal safe gewesen. Aber hätte ich niemals erwartet. Ohne Witz. Aber abgesehen von den Artefakten hätte ich noch ein anderes Ziel, und zwar King of the Prairie. Und das könnte halt noch ewig dauern. Ich weiß nicht... Wie lange das dauern könnte, es könnte halt ewig dauern, ja. Es könnten 1000 Parts werden, ja. Das Spiel ist einfach sehr, sehr schwer zum Durchspielen, ja. Und das
muss schon was heißen, wenn wir das dann wirklich in Angriff nehmen. Und das dann wirklich geschafft haben, dann können wir auch mit stolzer Brust sagen, oder mit stolzen, mit dem Stolz ein Hauptdings, mit stolzen Haupten. Ach, keine Ahnung, ich laber nur Bullshit. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Wort hieß. Mit Stolz des Hauptes oder so heißt das Wort, glaube ich, was ich suche. Mit stolzendem Hauptteil oder keine Ahnung. Ach, ich laber nur Bullshit. Lass mal's einfach. Okay, die Zipper brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Früchte so oder so nicht. Mann, ich will die gar nicht abballern, aber guck mal, das blockiert ja auch alles hier. Die Bäume wachsen und das nervt. Hier ist wahrscheinlich irgendwas fertig, ne? Hier kann... Ich nehme die jetzt extra nicht mit. Wobei, doch. Wenn wir die schon mal reintun, dann können wir jederzeit das abholen. Wenn wir halt Geld brauchen. Ich mach die schon mal ready. Falls es dann doch nicht reicht mit dem Geld. Damit wir einfach so unsere anderen Bedürfnisse halt kaufen, leisten können. So. Rein damit. Oh yeah. Ich bin gespannt. Ich könnte es halt echt in diesem Part echt schaffen, die goldene Uhr zu bekommen. Und darauf bin ich echt gespannt. Das war echt ein Ziel, muss ich ehrlich zugeben, ein ziemlich langes Ziel, ja. Ich glaube, das war sogar das längste Ziel, was ich je in einem Videospiel hatte. Und da muss man echt ehrlich sagen, wenn das alles klappt, ja, dann bin ich auf jeden Fall richtig, richtig stolz drauf, dass wir das geschafft haben. Aber wie gesagt, das soll jetzt auch nicht das Thema sein, oder? Wobei. Junge, ich laber nur Hundescheiße, oder? In diesem Part. Kann das sein? Sorry, Jungs. Sorry, wirklich. Sorry, übertrieben, Jungs, ja. Keine Ahnung. Ich bin irgendwie... Ich verliere jedes... andauernd den Faden gerade. Ja. Keine Ahnung, ich bin irgendwie komplett verwirrt. Zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und jetzt bin ich gespannt. Ich tue jetzt einfach diese Dinger hier rein, Alter. Ich habe jetzt keinen Bock, die da wieder anzupflanzen. Und die Omnigirl tue ich auch hier rein. Brauchen wir hier nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Haben wir jetzt die 10 Millionen? Ernsthaft? Wir kriegen nur 200.000? Okay, das ist relativ wenig. Das ist sehr, sehr wenig. Und ich habe auf alles geschissen. Obwohl ich nicht mal wirklich nah dran war. Na gut. Fokussieren wir uns einfach nur auf die Unseen Fruits, okay? Wir dürften bis zum 14. auch fertig sein. Okay, hätte ich wirklich die Sternfrüchte noch hätte ich wirklich die Sternfrüchte angepflanzt,
Dann hätten wir jetzt bis zum 15. eigentlich locker 10 Millionen gehabt. Na gut. Das lässt mich halt meine Faulheit spüren, ne? Ah, das ist halt meine Faulheit, tut mir leid. Aber wir kriegen es trotzdem hin, also von dem her ist das halt ein Part mehr. Von mir aus. Warum nehmen wir eigentlich immer das ganze Zeug hier mit, was die produzieren? Eigentlich brauchen wir das auch nicht wirklich. Aber ich nehme es trotzdem, weil das Geld bringt. Selbst ein bisschen Geld ist Geld. Ja. Na gut. Jetzt können wir noch antike Fruchtweine mitnehmen, aber ich glaube, dass wir trotzdem nicht die Dinge schaffen. Es wird 100% trotzdem nicht das. Es wird 100% nicht die 10 Millionen knacken. Glaube ich zumindest. Alter, als ob. Zum ersten Mal sind jetzt die ganzen Dinger kaputt hier gegangen. Hier sind die Bienenhäuser und so weiter kaputt gegangen. Und sogar, Alter, ist das zum Kotzen. Und sogar diese Dinge. Ach du Scheiße, Mann. Zum Glück ist das jetzt erst passiert. Jetzt, wo es eigentlich gar nicht mehr wirklich juckt. Aber ihr habt schon gesehen, ne? Auch diese ganzen Blitzableiter sind kaputt gegangen. Das ist ja wirklich zum Kotzen. Aber ich glaube, die antiken Früchte reichen trotzdem nicht. Also ich glaube, das ganze Wein wird trotzdem nicht reichen, um dass wir jetzt die 10 Millionen erreichen. In diesem Part zumindest never ever. Aber wir können dafür sorgen, dass das im nächsten Part, dass wir im nächsten Part die 10 Millionen erreichen. Das könnte gehen. Also das Honig, der Honig wird auch keinen Unterschied machen. Also ich kann ja noch ein bisschen mehr verdienen als 300.000. Also ich glaube, 400.000 könnte schon hinkommen. Ja, aber mehr als das leider auch nicht. Nie im Leben. Dafür haben wir zu wenig antike Früchte drin. Naja, es ist trotzdem was Gutes. Und bis zum 21., also bis zum nächsten Part, werden wir auf jeden Fall dann die goldene Uhr sehen. Schade, dass es dann in diesem Tag noch nicht geklappt hat, oder in diesem Part eher gesagt. Oder wir machen eine XXL-Episode und bringen das einfach hier zu Ende. Und haben die goldene Uhr. Und sind glücklich. Könnte ich auch einfach machen. Ich mache das jetzt einfach. Kack drauf, dann machen wir hier eine größere oder eine längere Episode. Habt ihr halt auch mal was. Vor allem so oft, wie ich halt natürlich kürzere Parts bringen musste, weil einfach generell halt viel zu tun ist. Zumindest für mich. Kann man hier einfach mal so als Ersatz mal einen längeren Part bieten und das ist auch mal was Schönes. So, dann tun wir die auch wieder da rein. Zack, 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 zack. Das ist sowas von Quatsch. Du bist einfach nur ein dicker Psychopath. Einfach ein dicker Psychopath. Einfach ein dicker Psychopath. Oh, oh, oh. Okay, wir haben 110 insgesamt. 110 uralte Beine. Vielleicht sind das 400.000. Aber
Na gut, also wir brauchen noch nicht mal 600.000, wir brauchen so 500.000. Ne, es sind nicht mal ansatzweise, es sind vielleicht, das sind noch nicht mal 300.000, ja. Aber wir haben wie viel? Wobei, wir müssen bis zum 21. Nee, bis zum 21. Skip, nicht bis zum 24. Wir haben jetzt 9.827.000. Nimm das einfach jetzt trotzdem hier mit. Bis zum 21. skippen. Dann nimmt ihr das auf jeden Fall mit. Und dann haben wir's. Wir hätten's. Wir haben die 10 Millionen, dann safe. Jetzt geh pennen, Alter. Was ist mit dir denn falsch? Trollt er hier nur rum, Alter. Getrollt wird nicht, sonst fliegst du. Einfacher können die Regeln nicht sein. Wobei, der Bart ist nicht viel länger als sonst, ne? Also, das ist nichts Krasses. Der Bart geht vielleicht gerade mal fast 20 Minuten, also. Eigentlich ist er nicht krass lang. Der ist einfach nur nicht mega kurz. Ja, der ist einfach nur normal lang. Und ich laber sowas von wie mit, ja, dann machen wir mal ausnahmsweise mal eine längere Episode. Was einfach voll der Quatsch ist. Ist einfach nur Bullshit. Komm. Ein Ziel weniger, let's go. Ein Ziel weniger, let's go. Dann sind es nur noch zwei. Und King of Prairie, wann ich das machen könnte, das ist echt eine gute Frage. Irgendwann muss ich mich auf jeden Fall dem Ding stellen. Und das ist halt das Ding, da muss ich jetzt mal motiviert sein. Wenn ich wirklich motiviert bin, mache ich da auf jeden Fall so eine Session mal und bringe das einfach allein im Tag mal zu Ende und hoffe, ich krieg's halt hin. Boah, ne? Aber so generell, es ist auf jeden Fall relativ nah dran, also auf jeden Fall, dass das Projekt beendet wird. Wir haben ja jetzt schon die 10 Millionen gleich. Wir dürften ja jetzt schon haben. Ja, sobald wir die Artefakte dann haben, ist es eigentlich nur noch eine wirkliche Challenge, die wir absolvieren müssen. Und wenn wir die haben, dann ist das eigentlich auch aus. Wer hätte es gedacht, dass wir so nah ein Ziel haben? Oder dass wir dem Ziel so nah sind bei dem Spiel? Wir sind richtig nah dran. Und ich nehme das jetzt hier extra mit. Einfach, wenn wir mal diese Schatztruhe farmen sollten, haben wir auch genug Geld dafür. Wir können dann jederzeit das Wein einfach rausholen. Wenn wir Geld halt brauchen. Und uns um halt darum kümmern, dass wir das Geld dann hier bekommen. Einfach damit wir das Geld so parat haben. Aber wir machen jetzt auch nur eine Ladung. Ich werde jetzt natürlich nicht hier jedes Mal das machen, jede Woche. Safe nicht, also das so viel brauchen wir jetzt auch nicht. Aber ich mache das jetzt extra, damit ich halt schon mal im Voraus ein bisschen was ab. Also falls ich dann halt Geld brauche, muss ich halt nicht nochmal eine Woche skippen und so weiter. Das ist auch irgendwie nervig, wenn ich das immer machen müsste. So kann ich halt direkt dann das machen und direkt das Geld holen, weil die eigentlich relativ... Das Wein ist halt ready. Ja, das kann ich jederzeit dann abholen. Wann ich will. Bin dann nichts gebunden natürlich, aber wenn ich Geld brauche, kann ich es halt direkt holen. Und das ist doch das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Findet ihr nicht? Okay. Was auf jeden Fall eine gute Sache ist, hier werden die Dinger nicht mehr nochmal wachsen.
Also mit der goldenen Uhr ist das auf jeden Fall so, dass diese Trümmer nicht mehr wachsen. Aber ob das lohnt sich trotzdem nicht. Also die 10 Millionen ist es auf jeden Fall nicht wert, aber es ist auf jeden Fall eine relativ nette Funktion. Aber eigentlich lohnt es sich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber komm, wir haben ja hier als einfach so als Ziel das hier gemacht, damit ich euch alles dann absolut gezeigt habe. Und das war auch das letzte Gebäude, was ich euch überhaupt zeigen konnte. Ja, mehr habe ich auch nicht mehr. Ja, und ich will euch alles zeigen und deswegen gehört es einfach dazu. So. Wir haben die 10 Millionen und bauen uns das jetzt im nächsten Part. Wir müssen natürlich auch ein bisschen Platz da machen. Ich weiß noch nicht, wo ich das hinmache. Okay, wir haben es noch nicht mal geschafft. Wir haben es nicht mal geschafft, oder? Doch! 10 Millionen! Gut. Ich werde das, denke ich mal, hierhin tun. Dazu müssen wir noch ein bisschen Arbeit hier rein tun. Das heißt, wir mussten noch nicht mal unseren Hof ein bisschen... Mussten eigentlich gar nichts hier machen. Wenn ich ehrlich bin, will ich den hier ungefähr machen. Einfach die goldene Uhr. Einfach so hier. Let's go. So, Pferd, komm, lass gehen. Hier soll die Uhr hin. Und ihr werdet sie gleich sehen. Naja, auf jeden Fall ein Ziel. Ist auf jeden Fall dann weniger. Wir haben auf jeden Fall dann eine Sache schon mal geschafft. Auf die ich auch relativ stolz bin, dass ich das durchgehalten habe. Das hat ewig gedauert und ich habe eigentlich nie wirklich gedacht. Oder eher gesagt, ich habe schon irgendwann gedacht, dass ich das schaffen werde, aber... Ja, wir sind jetzt relativ nah dran. Es hat Ewigkeiten gedauert, ja, muss ich ehrlich zugeben. Und wir sind jetzt... Wir sind endlich soweit, ja, das ist krass. Wie lange das einfach gedauert hat. Und wir können es endlich jetzt bauen. Na, wir haben 10 Millionen. Wir haben dann zwar überhaupt nichts mehr, aber... Wir brauchen auch kein Geld wirklich, also... Geld brauchen wir gerade auch nicht wirklich. Also zurzeit zumindest nicht. Was soll man denn uns denn kaufen? Ihr habt recht, gar nichts. Wir haben keine Wünsche. Wir haben nämlich alles gekauft hier. Und selbst wenn wir es brauchen, haben wir immer noch Wein und antike Früchte, mit denen wir relativ schnell... eine Million sogar bekommen in einem Monat, ohne irgendwie viel Arbeit darin zu stecken. Also, krass ist das jetzt nicht. So, wir haben hier alles jetzt gebaut, ne? So, die goldene Uhr. Da ist sie. Wobei, ich will die... Kann ich die verschieben? Die nimmt eh nicht so viel Platz. Schön, wir haben sie. 10 Millionen. Super. Hat sich richtig gelohnt. Auf jeden Fall was Cooles, was ihr vielleicht nicht wisst. Die Uhr geht nämlich genau nach der Ingame-Zeit. Ihr seht hier, schaut, vergleicht einfach mal die beiden Zeiten. Wenn es hier genau bei 40 ist, ist sie auch hier 49. Ja, das ist einfach schön. Okay, ich dachte schon, das war die Uhr, aber das war diese nicht. Die kann aber, glaube ich, auch sonst weiter halt, wie gesagt, hier die Trümmer wachsen dann halt zum Beispiel nicht mehr nach. Wenn ich das jetzt hier gemacht habe, wird es auch nie wieder nachwachsen. Ich glaube, das Einzige, was nachwächst, sind halt Bäume, mehr nicht. Wir haben die goldene Uhr, meine Damen und Herren. Ein Ziel ist auf jeden Fall damit erreicht. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben.
Aber die Artefakte fehlen noch und King of the Prairie. So. Abgesehen davon gibt es noch etwas, was ich euch dann noch zeigen möchte, aber das möchte ich dann ganz zum Schluss machen, wenn wir erstmal die zwei Ziele erreicht haben. Dann gibt es noch den letzten Schrein, wo wir zulassen, dass Monster in unsere Farm kommen. Das will ich euch auch zeigen. Und dann will ich noch einen neuen Spielstand machen und halt alle Joja-Markt-Dinger kaufen. Und die kosten, glaube ich, nur Geld. Und die will ich euch auch auf jeden Fall zeigen, einfach. Also die heißen Perks, glaube ich, Joja Markt Perks. Und das ist genau dasselbe, was wir mit den Community Markt gemacht haben. Nur, glaube, dass man das nur mit Geld bezahlen kann. Und die sind halt relativ teuer, dann cheat ich mir halt Geld. Mach das schnell mit euch und kauf mir alles, und damit wir das alternative Ende sehen. Und was habe ich dann noch vor? Wie gesagt, dann noch die ganzen Bücher lesen. Das mache ich, glaube ich, vor... bevor ich das mit dem Monster-Attack hier mache. Also, dass das hier attackierbar von Monstern ist. Eigentlich ist es relativ egal, ob wenn ich das zum Schluss mache oder nicht. Auf jeden Fall die Bücher lesen, ganz klar. Ja. Wobei, nee, das können wir auch gleich machen, wenn wir das Museum dann voll haben. Da können wir die Bücher lesen im anderen Part dann. Na gut, also ich würde auf jeden Fall sagen, das war's mit diesem Part. Wir haben die Goldene Uhr erreicht. Ich bin sehr, sehr stolz drauf. Bin wirklich, wirklich stolz drauf, meine Damen und Herren. Kriegen sogar Geld. Na gut, 100. Na gut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine Damen und Herren. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.